Ja, hallo, grüß euch recht herzlich hier aus Landsberg am Lech, wo wir heute wieder berichten über diese Montagsdemo, die ja montags, wie es der Name schon sagt, immer stattfindet, wo es aber sehr viel Gegenwind gibt, vor allem wegen der Fahrzeuge. Dieser große LKW, dieser Schweizer Militär-LKW ist ja wieder dabei. Schaut's da, Rolf Krohn ist auch dabei. Hallo, hallo Rolf, jetzt habe ich natürlich, warte mal, dann teilen wir uns unser Mikro. Komm dir einfach nah, dann spreche ich. Ah, der Rolf kommt mir nahe. Genau. Hallo Rolf, grüß dich, schön bei euch zu sein. Ich sehe ungebrochen der Widerstand, in aber Anführungszeichen. Viel weniger, weil es heute regnet und ja, weil es einfach, die Leute sind durch mit dem. Und durch die Spaltung von den Bauern hat es halt auch leider nochmal Abstriche gemacht. Ne? Die Beschimpfungen über uns werden halt doch auch immer mehr. Ne? Ja, es ist ja, darum bin ich ja auch da, weil da waren ja große Gegenstimmen, da war ja sogar so eine Versammlung gegen euch. Ja, eine Versammlung in dem Sinne, die haben sich halt beim Griechen getroffen. Ich habe mich sehr gefreut, dass der endlich mal wieder vollen Laden hatte. Und genau, es geht jetzt hier los, müssen wir uns ein bisschen... Eine Frage an dich, Rolf. Die Augsburger Zeitung und die Allgäuer Zeitung habe ich ja gelesen, die haben immer berichtet, sehr negativ über das. Waren die auch mal hier und haben mit dir gesprochen? Nein, nie. Nicht einmal das Landsberger Tagblatt haben mit uns gesprochen. Die schicken nur immer ihren netten Fotografen, der ja wirklich nett ist. Christian heißt er, glaube ich, ist aber egal. Aber mit uns geredet hat niemand. Weder, okay. Weder die Triebel noch die Bürgermeisterin. Schau, noch das geht der Eichinger. Ganz schnell los bei euch immer, ja, genau. Gell? Zack, bumm, peng, eröffnet und los geht's. Dann ja, schauen genau. Wir mal, dann sehen wir's eh. Ich laufe gleich ein bisschen mit dir. So, dann machen wir uns fertig hier. Ich grüße alle recht herzlich in den Chats hier aufs Punkt News, wo ich 1111 Follower habe. 1111 Follower ist ja auch eine lustige Zahl. Schaut so, die laufen mir schon davon. Die laufen mir schon davon. Schönes Wetter haben wir nicht, aber einen schönen Marktplatz haben wir. Macht Frieden, viel Friedensfahnen habe ich schon gesehen. Die Stimmung auch wettermäßig nicht ganz so toll. Knacken tut es auch schon wieder, höre ich. Das ist doch ärgerlich, das habe ich noch nicht weggebracht seit dem letzten Mal. Hier natürlich auch gesperrt, damit dieser Umzug ungefährdet hier die Kurve kratzen kann beim Pfannenstielhaus. Schönes Städtchen hier, das Landsberg am Lech, Allgäuer Stil. Da wird provoziert, da wird provoziert und sich nicht geniert. Die provozieren hier natürlich, wie sie es halt so gern machen. Wie sie es gerne machen, ein bisschen provozieren. Was für Provokateure, was für Fratzen. Ja, das ist schon gut, wenn sie da ist. Ja, nicht so nah an Brand, nicht so nah an Brand. Gehen Sie bitte weg von uns. Was für eine Nummer! Eine Provokateurin war hier gleich einmal am Anfang. Langsam, langsam über die Kreuzung, hat sie gesagt.
Also das ist hier in Landsberg eben so, dass es da diese Demo gegen die Ampel für den Frieden schon von früher aus der Pandemie gegen die Maßnahmen gibt und mittlerweile auch eine, wie man eben gesehen hat, provokante Gegenbewegung, die sich da anscheinend ganz toll fühlen. Hier ist die Kirche, da wollte ich jetzt gucken, wie viele Leute im Gebet hier sind, die sich da immer gestört fühlen, aber ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Schauen wir mal, ob wir einen Eingang sehen. Da hat wer dieselbe Idee wie ich. Ich verstehe, dass sich die hier alle gestört fühlen, die nicht vorhandenen im Gebet. Sie filmen jetzt in den Gottesdienst hinein. Was für ein Gottesdienst? Da war kein Gottesdienst, das ist alles leer. Sie filmen in die Kirche rein. Ja, na und? Es ist in Salzburg im Dom werden 100.000 Videos täglich gemacht. Was haben Sie für ein Problem damit? Das ist eine Kulturstätte. Haben Sie ein Problem damit oder haben Sie nur mit mir ein Problem? Mit was haben Sie ein Problem? Das ist mein Gottesdienst. Haben Sie das gebaut oder gekauft oder gehört das Ihnen? Rennst du keinen Unsinn, gnä Frau? Rennst du keinen Unsinn? Außer Unsinn kommt hier gar nichts. Außer Unsinn kommt hier gar nichts. Ihr Gotteshaus, mach die Augen zu, dann siehst du, was dir gehört. Also das Gotteshaus war komplett leer, so viel zur Störung der andächtigen Landsberger, die lieber vor der Kirche steht und sagt, das ist ihr Gotteshaus, als dass sie drinnen sitzt und betet für die Ampel und gegen Rechtsextrem. Sollte sie ehrlich drin sitzen und beten und nicht draußen die Leute blöd anmachen. Also dieser Gegenprotest in Landsberg ist richtig albern, möchte ich behaupten. Aber die Stadt ist schön. Aber die Stadt ist schön, schöne Altstadt hier, durch die wir durchgehen. Ihr seht es. So, jetzt schauen wir mal, dass wir vorkommen. Ein bisschen vielleicht die Leute fragen, was sie bei dem Wetter auf die Straße treibt. Servus, da, ihr habt ja aus Rücksicht auf die Betenden in der Kirche, hupt ihr ja vor der Kirche nicht. Haben wir nicht gehupt. Aber die Kirche ist komplett leer gewesen, ich habe reingeschaut. Ja, die Christen, die sind draußen und flegeln die Leute an. Ja, sicher.
So, das werden wir auch gleich mit dem Rolf Krohn besprechen. Hallo Sachsenbraut, ich grüße dich mit deinem Sticker recht herzlich. Stine Horeburg, ich grüße dich recht herzlich im D-Live-Chat. Und Nutzi ist in der Haus. Nutzi, danke fürs Umschalten noch auf YouTube, sonst wäre YouTube heute nicht angelaufen. Drum heißt er Nutzi, weil wir ihn alle nutzen. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Rolf Krohn finden. Kurz das Abfragen mit der Kirche, wie das ist. Ich sehe ihn aber nicht, den Rolf Krohn. Er ist zwar nicht mehr Anmelder, hat sich ein bisschen zurückgezogen aus der vordersten Front, hat er gesagt, weil nach dem Börn-Banane-Vorfall, da wo er angegriffen wurde, leicht, hat es geheißen, das würde dem Herrn Krohn und der Familie Krohn auch ganz gut tun. Wo ist er denn, der Rolf? Hier sehe ich ihn auch nicht. Dann warten wir auf ihn. Irgendwo wird er wohl da mitmarschieren oder nachkommen. Hast du das auch gesehen, dass das Gotteshaus leer war, gell? Wo ist er, der Rolf Krohn? Hier überqueren wir den Lech. River Lech. Schöne Kolonne natürlich hinten, die gehören nicht alle dazu natürlich, sondern sind teilweise im Demo-Stau. Aber so soll es ja sein, weil es soll ja auch auffallen. Es ist eine Demo nicht nur zum Schabernack, sondern soll ja auch was bringen. Wo ist der Rolf Krohn? Das würde mich so interessieren, aber wir werden ihn auf jeden Fall noch treffen. Die Polizei sichert ab, wie sich's gehört, bei einer Demo. Ist ja auch normal, läuft überall so ab, weil das Recht auf Demonstrationen hat ja das Volk noch. Schaut, ein braver, entspannter Demohund wieder dabei, freut sich über den Ausgang, über den extra anstehenden. Das freut mich. Das freut mich. Ist wer von den Anmeldern da vorne dabei? Weil der Rolf meldet ja nicht mehr an, hat er gesagt, oder? Macht jetzt wer anderer. Ja. Fragen wir mal da einfach, ob der Anmelder da dabei ist. Sorry, eine Frage, ist der Anmelder zufällig hier vorne mit dabei? Nein. Nein. Eine ganz eine Blonde. Eine ganz eine Blonde, dann schauen wir mal, ob wir die finden. Deutschland ist Heimat, hier wird auch angespielt auf diesen Vorfall. Wer? Nee, ist sie nicht. Ach,
Erste Frau, Sie halten den ganzen Verkehr auf. Das geht doch nicht. Da war eine Blonde drin, vielleicht war sie es ja. Aufschließen. Jetzt habe ich sie. Das ist die Anmelderin, die aktuelle, oder? Ja, ja. Du, eine Frage. Ich habe ja eure Ankündigung gelesen. Ich bin der Helge aus München. Ich kenne sie schon, ja. Danke. Ja. Und ihr habt ja da sehr entgegenkommen gesagt, bei der Kirche hupt man nicht und so. Genau. Da. Auf was hinauf habt ihr das entschieden, dass ihr bei der Kirche nicht hupt? Gab es da Beschwerden? Ja, es gab Beschwerden. Die konnten eben den Gottesdienst nicht weiterführen. Und darauf wollen wir natürlich... Jetzt habe ich die Frage, welchen Gottesdienst? Ich habe in die Kirche reingeschaut, da war kein Mensch drin. Oh, das kann ich natürlich nicht sagen, vielleicht fängt es später an, ja. Und hört früher auf. Aber wir haben halt Respekt. Ja, ja, ich finde es auch okay, und, ich finde es auch klasse von euch, nur habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal rein und es war gähnend leer. Ja, ja. Also die guten Christen, die hier gegen rechts auf die Straße gehen, die haben anscheinend mehr damit zu tun, euch und uns da anzupöbeln, was ich beobachtet habe, als im Gottesdienst gegen rechts zu beten. Ja. Du, dann danke, das wollte ich nur wissen, wie dieses Zusammenstande kam mit der... Und vor allen Dingen, wir können natürlich auch die Anwohner können wir verstehen, ja, wollen natürlich auch ihr Ruhe haben, aber ich meine, es ist ja ein ganzer Tag hier massiv Verkehr, da kommt man teilweise nicht über die Straße drüber, ja. Ja, ja. Und jetzt wird es ja eh ruhiger. Und, du, und es gab ja auch die Bemühungen, dass diese Fahrzeuge verboten werden. Das ist aber bis jetzt anscheinend hat er noch nicht gefruchtet. Nein, ich meine, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Ja, also, ja, ja, und war auch noch nichts von der Behörde, dass die Fahrzeuge verboten werden oder nein, so? Nein, kam gar nichts. Okay, dann beobachten wir das weiter. Genau, dann wünsche ich euch weiter viel Erfolg, ja, dass das Wetter wieder schöner wird im Frühling. Und ja, wieder. Aber für das Wetter sind Sie da, ein paar Leute da. Ja, muss schön. Ich sagen, das sind die Tapferen, die Harten. Gut, ja, dann halte ich dich nicht länger auf. Du wirst ein bisschen den Überblick bewahren wollen, gell? Genau. Und dann saus ich wieder vor, dann, wenn ich das Rest gesehen habe. Danke dir! Den Radweg in Peru zahlst du, sagt der Landwirt. Grüß euch! Haben sie euch noch nicht verboten? Haben sie euch noch nicht verboten? Da ist die Polizei, das heißt, wir sind am Ende angekommen. Dann schauen wir wieder vor. Wenn ich es schaffe, Zwinkersmiley. Jetzt gibt er Gas. Ich sehe, ihr sichert auch selber ein bisschen ab, oder?
Bitte? Ihr sichert auch selber ein bisschen ab? Ja, ja. Super. Wir arbeiten da eng mit der Polizei zusammen. Ja, das ist ja, ist ja besser als umgekehrt, oder? Haben wir ja auch schon erlebt. Ja. Da ist er ja. Da ist er ja. Danke, dass du da bist. Gerne. Ich freue mich sehr. Gerne. Schön, schön. Wir reden gleich. Das ist das, was die Bauern eigentlich schon am 8.2. angefangen haben, den Verkehr ein bisschen lahmzulegen. Und weil eine Strafanzeige nach der anderen gehagelt hat, haben wir die eingeladen. Jawohl. Entschuldigung. Haben wir die eingeladen, hier in Landsberg mit uns mitzufahren. Aber die Bauern, ein Großteil der Bauern, haben mich aus den Gruppen rausgeschmissen, aus den Gruppen rausgeflogen. Und weil die Bauern halt noch nicht so über Corona aufgeklärt sind. Viele haben sich auch spritzen lassen und sind da ganz anderer Meinung als ich. Ist ja auch in Ordnung. Hier kann jeder mitmarschieren, mitfahren, wer will, weil es gibt genügend Gründe, um gegen diese Regierung auf die Straße zu gehen. Ich habe das jetzt ein bisschen mitverfolgt, Rolf, und ich habe ja gehört... Vorsicht, mein Schirm. Oh, mein Schirm. Mein Schirm, danke dir recht herzlich. Ich habe da jetzt ein bisschen zugehört und ich habe das so mitgekriegt in den Bauerngruppen, dass sie nicht eigentlich gegen dich sind, aber dass sie sich nicht vertun wollen mit der Bevölkerung. Ja, den Rückhalt wollen sie nicht verlieren. Das ist nett ausgedrückt, weil ich halt der kriminelle Arzt bin, den man jetzt so framet, als Rechts- und als Corona-Leugner und als Impfgegner. Und ich sage immer wieder, Leute, es ist doch eure Sache, weshalb ihr auf die Straße geht. Es gibt inzwischen, glaube ich, mindestens 80% der Bundesbürger, die mit dieser politischen Situation in Deutschland nicht zufrieden sind. Und schimpfen tut man immer auf jeden und nichts. Und das ist das Traurige daran, dass immer wieder das funktioniert mit dieser Spaltung. Du brauchst nur einen Begriff zu geben und schon zerfällt die Bewegung, die gemeinsame, wieder in kleine Gruppen. Aber das ist auch okay. Alles darf sein, wie es ist. Es lebe die Vielfalt auch auf der Straße, auch im Widerstand. Rolf, ich habe jetzt auch gerade mit der aktuellen Anmelderin gesprochen. Ihr habt, ich wiederhole ich nochmal, ihr habt ja Rücksicht genommen auf die Betenden in der Kirche und habt gesagt, bei der Kirche hupt man nicht. Ja, genau. Wie kam das zustande? Gab es da Beschwerden? Es gab halt einen Zeitungsausschnitt vom Landsberger Tagblatt, wo sich eben die Dame, die in der Kirche arbeitet, wohl so beschwert hat über diesen mega lauten Traktor, der hier mal mitgefahren ist, dass er die Kaffeetasse vom Tisch gefallen ist und dass das Gebet bzw. die Predigt unterbrochen werden musste. Was ich allerdings nicht verstehe, wie man um 18 Uhr noch Kaffee trinken kann zum einen. Und um 18 Uhr gibt es da gar keine... Ich wollte gerade sagen, Rolf, ja? Das habe ich mir gespart, ich verstehe es auch nicht. Weil ich habe gerade in die Kirche reingeschaut und die war menschenleer. Ja, um 17 Uhr ist Rosenkranz, aber ansonsten ist da um 18 Uhr nichts. Aber es gibt halt viele, die halt alle Register versuchen zu ziehen, um uns jetzt schlecht zu machen. Und sie versuchen es halt mit allen Ecken und Kanten. Ne? Die ja, das spricht ja für euch, möchte ich sagen, dass ihr Rücksicht nehmt. Und ich habe gedacht, jetzt schaue ich mir rein, wie viel Betende da gestört haben. Es war keiner drin. Es war Schicht im Schacht. Ja. Ich meine, dass wir natürlich ein bisschen den Verkehr lahmlegen, das ist natürlich zum Leid von den Leuten, die jetzt dringend nach Hause müssen. Aber die meisten Autofahrer, die zeigen einen Daumen hoch und hupen. Es gibt natürlich immer welche, die das natürlich auch negativ belastet oder anspricht. Ist auch in Ordnung. Aber wir wollen ja
Aufsehen erregen. Deswegen macht man ja Demonstrationen. Demonstrare heißt ja eben Aufsehen erregen, demonstrieren, eben etwas hinweisen. Auch die Montagsspaziergänge haben ja auch einen historischen Hintergrund. Ist ja damals in den neuen Bundesländern, also in Ostdeutschland damals, gegen die Regierung gestartet, weil die haben auch alles unterdrückt an Gegenmeinung. Es wurde politisch verfolgt und so blieb dem Volk nichts anderes als montags sich in Form von Spaziergängen auf die Straße zu begeben. Und das hat so einen hohen Anklang gefunden, dass immer mehr und immer mehr Menschen auf die Straße montags abends gegangen sind. Und so ist es bis heute geblieben. Wir sind jetzt seit fast 3,5 Jahren auf der Straße jeden Montag, weil wir eben über die Medien kein Gehör finden. Und wir sehen ja, das Landsberger Tagblatt, Kreisbote, Münchner Merkur, Süddeutsche hat sogar aufgegriffen, Augsburger Allgemeine, Schwab-Münchner Zeitung. Alle haben sie gegen diese Montagsspaziergänge ins Horn geblasen und versucht, unsere Bewegung schlecht zu machen. Aber keiner hat mit dir gesprochen? Nein. Oder mit euch? Vorsicht, bitte. Niemand hat mit mir gesprochen oder mit uns gesprochen. Wir haben ja auch ein offenes Mikrofon. Kannst du mal einen Schritt weiter gehen, dann komme ich auch runter. Wir haben ja ein offenes Mikrofon um 19.30 Uhr bis 20 Uhr, wo man ja hätte mit uns reden können, auch die Bauern hätten mit uns reden können, aber eben, es kommt keiner, der wirklich sagt, was Sache ist. Also auch gerade die Landsberg bleibt bunt Bewegung, die ja unsere Traktoren und hier unseren LKW, der hier mitfährt, eben auch behinderten, sowohl beim Auffahren auf dem Platz, aber eben als letztes Fahrzeug sogar daran gehindert haben, vom Platz sich in den Zug einzureihen. Das ist ja erstaunlich, wenn man sich das gibt. Und ja, also niemand hat mit uns geredet. Wir machen immer das offene Mikrofon. Wir bitten alle, ich habe auch die Bürgermeisterin aufgefordert, auch den Landrat immer wieder über die Kanäle, meine Kanäle aufgefordert. Und ich weiß, dass sie da mitlesen. Ja. Mein Telegram-Kanal hat ja inzwischen fast 29.000 Menschen. Und da wird auch immer wieder, selbst vor Gericht, wird aus meinen Telegram-Kanälen zitiert. Und ich weiß, dass die mitlesen. Ja. Mit Sicherheit, ich glaube, das wissen wir alle, dass da nichts auslassen wird. Ich sehe das bei meinen Streams oft, da ist irgendwas in einem 3-Stunden-Stream, keine Ahnung, 15 Sekunden, die eventuell verfänglich sein könnten und zack, eine halbe Stunde später ist es auf Twitter. Ja, ja. Auch die Leute grüßen wir aber auch recht herzlich, die da mit dieser Verleumdungskampagne und Schmutzkübelkampagne punkten wollen. Die sollen nicht einmal kommen und einfach sprechen mit einem, oder? Die Frage ist ja, warum machen die das? Ne? Noch denken sie ja, wir sind böse Menschen, wir fremen uns als rechts, aber in unserer Bewegung gibt es keine Rechten und es gibt auch keine Linken. Vielleicht gibt es Rechte, vielleicht gibt es Linke, aber es gibt keine Extremisten. Es gibt inzwischen eine polizeiliche Untersuchung, dass die Querdenker-Demos, dass von denen nie, aber auch wirklich nie irgendwo eine Gewalttat ausgegangen ist. Das waren immer die Antifa-Demos oder die eingeschleusten Provokateure, die bekannt geworden sind. Also wir haben den größten friedlichen Widerstand, den es auf der ganzen Welt gibt. Und es ist ja nicht nur in Deutschland so. Es gibt inzwischen natürlich auch bürgerkriegsartige Situationen wie in Frankreich oder in Brüssel, wo die Bauern Sachen machen, die ich persönlich nicht unbedingt für gut heiße. Auch in Deutschland hat ja jetzt irgendein Bauer, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Landwirt war, auf der Autobahn an Erde oder irgendwas abgeladen, wo dann ein Unfall passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es auch inszeniert ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Landwirt mitten in der Nacht auf der Autobahn einen Riesenhaufen Erde hinterlässt, ohne da auch nur irgendein Schild, eine Leuchte oder irgendwas dazu pflanzt. Ich nehme mal an, dass das gemacht ist, um die Bauern weiterhin auch untereinander zu spalten. Das ist leicht möglich. Es war ja anfangs auch mit den Verbänden und Nichtverbände und freie Bauern, wurde sehr schnell. Und auch halt, was die Bauern schnell gemerkt haben, die haben dann selber Schilder gehabt, wird der Bauer unbequem, ist er ganz schön rechtsextrem. Kennen wir ja alles. Ja, die Bauern müssen die gleiche Erfahrung machen, die wir vor 3 Jahren schon angefangen haben zu machen. Und die sind halt jetzt da, dass sie sich darüber chauffieren, rechtsextrem zu sein. Das haben wir schon lange hinter uns. Aber was wir eben alle lernen müssen, und das gilt auch immer noch heute, selbst in den Kritikergruppen, ist die Spaltung zu überwinden. Ja? Es wird überall unentwegt, wird irgendein kleines Argument hergenommen, um quasi die Gruppe zu zerspalten oder um schlecht über jemanden zu reden.
Und das ist einfach nur traurig. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir anfangen, uns um unsere Kinder Gedanken zu machen. Weil wenn zwei Kinder streiten, dann versucht man auch eben diplomatisch das zu lösen und zu fragen, was hast du denn gemacht und warum hast du dich denn so gefühlt und so. Da können wir das ja auch, da haben wir noch relativ pädagogisches Geschick. Aber so wie wir momentan unterwegs sind, es redet keiner mehr miteinander. Und das ist einfach nur traurig. Die Leute reden nicht mehr miteinander, sie beschimpfen einander nur noch. Ich weiß nicht, ob das auch Aspekt dieser Impfung ist, dass die Leute so unempathisch inzwischen werden oder was weiß ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein menschlicher Zug ist, sagen wir mal so. Also meiner Beobachtung nach ging das ja wirklich 2020 mit Corona los, so richtig das Gegeneinander. Ja, das war die große Spaltung durch die Politik. Aber dass die Menschen so übereinander hergefallen sind, das fing erst später an. Das ist erst so Mitte 21, finde ich, das ist meine subjektive Wahrnehmung. Aber wie gesagt, ich kann mich auch irren, vielleicht hast du recht. Spielt dabei auch keine Rolle. Also die Medien haben da eine große Rolle gespielt, die wir ja schon angesprochen haben. Ja. Da, und jetzt möchte ich nochmal darauf zurückkommen, du bist ja auch politisch, informierst dich natürlich, und jetzt hast du gesagt, das mit rechts und so. Jetzt meine Frage an dich, wäre das Demokratie, wenn es kein Rechts mehr gäbe, sondern nur noch links, oder was wäre dann los? Du, politisch ist mir eine Vielfalt natürlich immer lieber. Aber ich halte mich aus politischen Dingen eigentlich raus, weil ich kenne mich mit Politik viel zu wenig aus. Ich kenne mich auch mit Geschichte viel zu wenig aus. Ich halte es aber für extrem wichtig, dass wir mit unseren Gedanken, mit unserem Gefühl nach vorne schauen, weil wir haben eine Welt vor uns für unsere Kinder, eine bargeldlose, kontrollierbare Welt. Was sich jetzt in China ja gerade durchsetzt, ist die Gesichtsscannung. Wenn du im Restaurant sitzt, kommt die Polizei und scannt dein Gesicht ab, ob du nicht irgendein gesuchter Straftäter bist. Und das ist ja jetzt im Europaparlament ja auch einstimmig verabschiedet worden, dass die digitale Erkennbarkeit eben akzeptiert wurde. Und da waren wieder leider die AfDler fast die einzigen, die dagegen gestimmt haben, aus deutscher Riege. Und das macht einfach nur traurig, wenn ich mir überlege, ob die Leute nicht wirklich auch Kinder haben, ja? Ob die sich nicht auch eine Zukunft irgendwie vorstellen wollen müssen, wie unsere Kinder da in Zukunft leben wollen. Ja? Das ist ja einfach nur traurig, wenn ich mir überlege, dass unsere Kinder nirgends mehr einkaufen können ohne Karte. Und wenn sie mal irgendwo ihrer Nase auf irgendeiner Demo zu weit in irgendeinen Kamerawinkel reingehalten haben, dass sie dann plötzlich Kontensperrung kriegen, nicht mehr reisen können. Ja, worüber regen die Leute sich sonst noch auf? Ja, hier auf dem Demozug tatsächlich ja nur über die Dieselverschwendung, die unser LKW und die Traktoren hier verbrauchen. Und wenn ich mir überlege, was so ein Baerbock-Flugzeug verbraucht, ja, oder so ein Panzer, ja, da wird mir ganz anders. Ja, ja, das stimmt. Jetzt hast du gerade angesprochen, Veränderungen und Europa. Wie denkst du, wird das ausgehen mit dem WHO-Pandemievertrag? Ist der noch zu stoppen, denkst du, oder kommt der? Also ich vermute mal, weil ja doch fast 193 Staaten mit der WHO verbandelt waren und einige zwar rausgehen werden und dem Pandemievertrag nicht zustimmen werden, wird trotzdem eine Mehrheit da sein, die das verabschiedet. Aber die Frage ist, wie ist das umsetzbar? Ja? Und es kann sein, dass die dann die nächste Pandemie hochfahren. Die proben ja schon am Disease X und die haben auch schon Testungen und Impfstoffe parat dafür, obwohl sie noch nicht einmal wissen, wie die nächste Pandemie lauten soll. Auch hier mal an den kritischen Beobachter. Wo kommen eigentlich all die Pandemien plötzlich her? Ja? Ist das wirklich jetzt eine Sache des schmelzenden Eises? Oder der Schlange und der Fledermaus? Ja, oder eben, genau. Das ist doch rein inszeniert und das seit Jahren. Dass immer mehr Pandemien kommen, dass die Menschheit sich sukzessive immer mehr daran gewöhnt, an Pandemien und Impfungen einfach nur noch akzeptieren und eben alles mitmachen. Ich frage mich, wann die Deutschen so weit sind, auf die Straße zu kommen, was noch passieren muss. Ich habe immer am Anfang gedacht, es reicht, wenn man ihnen die Freiheit nimmt. Aber das hat man toleriert. Dann habe ich mir gedacht, es ist, wenn die jetzt gezwungen werden, Maske zu tragen oder so. Nee, das haben sie auch mitgemacht. Und dann ging es mit diesen giftigen Teststäbchen los. Das haben sie auch akzeptiert. Und dann haben sie sogar noch eine genetische Spritze setzen lassen. 1, 2, 3, 4 Mal. Auch das haben sie akzeptiert.
Ich weiß nicht, ob die Deutschen erst dann auf die Straße gehen, wenn man ihnen wirklich den Besitz nimmt. Ja? Da sind die Bauern ja jetzt gerade dabei, wegen der Subventionssteuer auf die Straße zu kommen. Aber der März hat angefangen, die sind schon zusehends mehr auf den Feldern und da wird nicht mehr wirklich viel gemacht. Bauern sieht man also kaum noch. Gestern waren im Fuchstal wohl wieder um die 20 Traktoren. Die treffen sich ja immer am Sonntagabend um 17 Uhr in Seestall an der B17. Und ja, und also wie gesagt, da ist auch schon langsam Müdigkeit zu erkennen. Ne? Jetzt noch eine abschließende Frage, lieber Rolf, bevor ich dich wieder deiner Demo überlasse und ein bisschen durchgehen lasse, weil andere Leute auch mit dir sprechen wollen. Lauterbach, Karl Lauterbach ist ja gerade etwas unter Beschuss, wurde jetzt vom Ersten in einer Klinik geklagt auf einen hohen Betrag. Wie siehst du da die Erfolgschance oder denkst du, dass das Schule macht und vielleicht mehr gegen diesen Gesundheitsminister, der ja eigentlich irgendwie wenig für die Gesundheit tut, die Kliniken pfeifen aus dem letzten Loch, Personalnot, Pflegenotstand und jetzt wird er geklagt. Denkst du, da wird mehr passieren? Denkst du, das ist der Anfang vom Ende eines Karl Lauterbach? Also ich glaube es ja nicht, weil die sind ja installiert und die werden ja auch geschützt und gedeckelt. Es werden zwar viele Anklagen erhoben, aber am Ende wird es gar nicht durchgefochten, durchgesetzt, weil die einfach alle sich gegenseitig deckeln. Wir müssten entweder die Justiz mal auf unsere Seite kriegen oder aber die Presse, weil wenn die Presse anfängt mitzumachen und das einfach hinaus posaunen würde, was da Lauterbach für Dreck am Stecken hat, oder auch Jens Spahn, über den redet ja gar keiner mehr. Ja? Diese milliardenschweren Maskendeals, die er da gemacht hat, da redet ja gar keiner mehr drüber. Ja, über vieles wird nicht mehr geredet. Ja, ich hätte jetzt gerade noch was im Kopf gehabt, aber jetzt ist mir wieder runtergefallen. Rolf, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Gespräch und schauen wir die Demo weiter an hier. Jawohl. Wie weit wird es denn noch gehen? Schon noch ein Stück? Wir haben jetzt schon zwei Drittel ungefähr geschafft. Okay, und wir landen natürlich wieder am Marktplatz. Genau. Dann danke recht herzlich, Rolf Kron. Alles Gute, toi, toi, toi. Gerne. Immer interessant. Doch, jetzt fällt mir's ein wieder. Es ist ja gerade ein Arzt freigesprochen worden. Ja, Andreas Hast du Triebel. Mitgekriegt, oder? Aus Bochum, ja. Andreas Triebel ist freigesprochen worden. Und da hat ja der Richter richtig Tacheles gesprochen. Ja, aber es ist ein Fall, wo Andreas tatsächlich, also Herr Triebel, Dr. Triebel, tatsächlich die Leute ja auch untersucht hat. Ja? Dass man da überhaupt eine Anklage erhebt, hat der Richter schon ordnungsgemäß festgestellt. Aber eben auch ein Richter... Urteil ist ja anfechtbar und der Staatsanwalt Beckmann heißt da, glaube ich, ja. Der wird da sofort Rechtsmittel gegen einlegen. Denkst du, Revision kommt? Die kommt auf jeden Fall. Und meistens holen ja diese Staatsanwälte, wie mein Staatsanwalt, Herr Hohenadel, mein Staatsanwalt, Halleluja, den möchte ich ja nicht besitzen, aber der holt es dann nach Augsburg und da sitzt er mit seinem Richterspiezel Tür an Tür, genauso wie der Herr Beck aus Linder, aus Kempten, meinen Hitlergruß, den ich auf der Bühne gezeigt habe, wo ich jetzt auch rechtskräftig verurteilt bin, eben auch nach Kempten geholt hat zu seinem Richterspezel. In Lindau bin ich ja freigesprochen worden. Es war am Anfang ja nicht einmal ein Anfangsverdacht da, weil aus der Rede, die ich gehalten habe, ja ganz klar hervorgeht, ich bin gegen Masken und Maske gleich Hitlergruß. So wie unsere Eltern damals so dagestanden sind, machen wir heute mit der Maske mit. Das war meine Rede. Und habe den Arm gehoben, sehr flachsig. Aber das hat anscheinend ausgereicht, dass es eben zur Verurteilung führt. Die Strafe selber, die ist ja eigentlich fast vernachlässigbar, wenn man sich vorstellt, um was es da letztlich geht. Aber die Anwaltskosten sind da dermaßen horrend. Ja, die Revisionsbegründung meines Anwalts und das zweite Verfahren, da bist du mal eben schnell bei 8.000, 9.000, 10.000 Euro dabei, was solche Verfahren kosten. Und ja, du brauchst ja nur für 1 Euro schuldig gesprochen werden. Und dann kommt die Rechtsschutzversicherung und sagt, du bist schuldig gesprochen, wir wollen jetzt das Geld, was wir deinem Anwalt vorgeschossen haben, wieder zurückhaben. Ne? Okay. Na gut, das war's jetzt, weil der Arzt ist mir nur eingefallen und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wie ich das gelesen habe, dass der Richter das eigentlich da mit Kopfschütteln eher gesehen hat, dass da der Oberstaatsanwalt unbedingt wollte anklagen. Ja. Und dem ja auch gesagt hat, sein Ton gefällt ihm nicht, etc. etc. Ja, also es gibt noch Richter, die vielleicht auch noch wirklich ihren Job ernst nehmen. Sind dann, wenn dann mehr die Alten, die sowieso kurz vor der Pension stehen, nehme ich mal an. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie hier bei uns in Landsberg eine junge Familienrichterin
hier eigentlich mit dem Verfahren völlig überfordert ist und ihre Karriere nicht aufs Spiel setzt, um einen Kron freizusprechen. Okay. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, leider, scheint so zu sein. Okay, jetzt aber lasse ich dich endgültig wieder in die Demo ein bisschen gucken, ja, was los ist. Vorsicht beim Gegenverkehr. Ich bin immer vorsichtig, Gott sei Dank. Danke, lieber Rolf. Also wie gesagt, immer interessanter Gesprächspartner, Rolf Kron, friedlicher, ruhiger Mensch. Trotzdem verurteilt worden wegen einem Unsinn. Servus Hubert! Pass auf, dass sie nicht blitzen! Grüß dich, Kameramann! Ein schönes Gerät, wie alt ist denn der? Danke für das Kompliment, der ist 1970. Ein 70er Baujahr, der ist ja jünger wie ich. Aber schaut noch besser aus, Zwinkersmiley. Aber den hast du nur noch für spezielle Einsätze. Den tust du nicht mehr bei der Arbeit verwenden, oder? Freilich. Schon noch? Bravo, gratuliere. Richtiger, fester Arbeiter. Aber da schaut man halt drauf, oder? Ja, ganz genau. Danke dir. So Leute, ich kann mir meinen Regenschutz wieder runternehmen. Tatsächlich, wie es der Wetterbericht vorausgesagt hat, hört der Regen wieder auf, lässt nach. Ich muss auch aufpassen, weil ich habe leider am Freitag bei der Katharina Schulze eine Powerbank geschrottet. Ein Tipp von mir an alle Powerbank-Benutzer. Ich habe es am Freitag verpasst, das habe ich immer gemacht. Wenn es regnet, dreht es das Ding um, dass die Buchsen nach unten stehen, weil Wasser da rein und sie war leider am Ende. Aber heute kommt die neue, weil die braucht man einfach. Jetzt hätte ich fast einen Auffahrunfall gehabt. So, dann gehe ich wieder ein bisschen vor und schaue, dass ich die Fußgänger wieder einhole. Ein Auffahrunfall, sage ich, einen Auflaufunfall. Hoher Sachschaden, als ein Streamer auf ein Auto aufgelaufen ist, Zwinkersmiley. Er telefoniert und bleibt brav dazu stehen. Schaut's, das sind doch ordentliche Menschen. Also in dieser Ecke hier wird nicht so viel Aufsehen erregt, scheint mir. Etwas ruhiger hier. Aber du hast halt nicht mal eine Demo-Route, wo du ununterbrochen im Geschehen bist. Und wir kommen ja wieder in die City. Auch die Fußgänger sind relativ leise. Ich nehme an, da wird diskutiert über diese Gegenstimmen, ist ja auch nicht schön,
wenn man weiß, man ist für Frieden und für eigentlich gute Dinge auf der Straße. Und dann kommen Bürger, die meinen, sie sind biederer als Bieder und meinen, sie müssen die Leute hier als Rechtsextreme, als Nazis hinstellen. Wie ja die eine Dame damals, die gesagt hat, da sind Leute mit Deutschlandverdacht dabei, das können nur Nazis sein. Das habe ich ganz erschütternd gefunden, dass heutzutage schon eine Deutschlandfahne einen als Nazi outet. Darum hat ja die deutsche Nationalmannschaft auf ihren rosa Dressen keine Deutschlandfahne mehr. Mich wundert es ja, dass sie den Adler noch drauf haben, den deutschen Bundesadler. Entschuldigt bitte, Räusper, Räusper. So, dann grüßen wir nochmal in die Live. Da ist nicht mehr so viel los, sehe ich auf die Live. Naja, ist natürlich auch nicht so spannend. Schauen wir mal, wie es am Samstag in Freudenstadt wird. YouTube dafür ist toll, danke an alle auf YouTube. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich auf dem nassen Display keinen Blödsinn mache, wie es öfter passiert, dass man dann da Leute mutet, die man gar nicht muten will. So, dann gehen wir nochmal da auf YouTube rein, aktuell. Und sagen Hallo, ihr lieben 153 Punkt-Masochisten auf YouTube. Wechseln wir wieder die Seite, ohne zusammengefahren zu werden, weil mich brauchen sie noch zu Hause, haben sie gesagt. Manche werden fragen, ja, wofür denn? Aber es wird schon was geben, wofür ich zu brauchen bin. Was ist denn da los? So, dann grüße ich mal im YouTube-Chat ganz herzlich den Christian Rathel, den Captain Welpe. Hallo Captain Welpe. Den Björn Hammerer, glaube ich, heißt es. Ich kann es mit der nassen Brille und dem nassen Display so schwer lesen. Entschuldigt, falls ich mich verlese. Lucifer ist in der Haus. Mein Lieblingsteufel, der Lucifer auf YouTube. Da gibt es eine Info, dass es ein bisschen dauert, aber so lange dauert es ja auch nicht. So groß ist die Demo ja nicht. Trotzdem drehen manche um. Denen ist das Warten zu dumm. Beim Lucifer, mein Lieblingsteufel, war immer Mensch, der Regen ist ein bisschen lästig. Ich habe gedacht, der hört auf, aber es hat schon wieder aufgehört zum Aufhören. Hier biegen wir links ab, sehe ich. Da ist natürlich der Gegenverkehr auch eine Weile blockiert. Darum biegen da manche links ab, um hier nicht warten zu müssen. So, im YouTube-Chat waren wir, gell? Schauen wir nochmal rein. Carlos Maternes ist auch da, aber einen Troll, der ist ganz toll. Hinterher ist er dann wieder auf die Live, auf Viva Minus Russia, den die Live-Musikkanal, den die Trolle für ihre Absprachen und für ihre Diskreditierungen nutzen, weil da 24 Stunden Musik läuft. Schaut's mir rein, die Live Viva Minus Russia. Ist ganz interessant, da ein bisschen mitzulesen. Und sollte sich jemand zu einem Kommentar verleiten lassen, dann bitte unbedingt Grüße vom Helge. Da freuen sich Schnarchschäfchen und Konsorten sicher ganz toll. Aber lasst euch nicht provozieren, weil das ist das Einzige, was die können. Geübte Provokateure sind es da. Aber das wissen wir ja.
sonst wären sie ja keine Trollkompanie. Viva-Russia auf die Live, einfach mal reingucken. Da könnt ihr mitverfolgen, was gerade beim Diskreditieren und beim drüber herziehen und veralbern angesagt ist. Und genauso auf Twitch könnt ihr in Freiheitsstream zusammengeschrieben. Die spiegeln mich auch immer mit schönen Zuschauern, um die 100 Zuschauer immer. Freut mich sehr, die zähle ich dann zu meinen Zusehern dazu. Auch wenn sie natürlich nicht nett sind, die sind nicht so nett wie mein .news-Chat, Zwinkersmiley. Aber damit müssen wir leben, das wissen wir. Ich überlege gerade, ob ich meine Lampe noch montiere, ob sich das noch lohnt. Aber ich glaube, ich drehe ein bisschen heller hier. Ich drehe ein bisschen heller hier, dann sollte es reichen. Ja, ist schon ein bisschen dunkel, ja, aber meine Brille ist beschlagen. Ich sehe kaum was. Also was soll's. Ja Leute, auf jeden Fall, ja, ist es gut in Landsberg zu sein, haben wir erfahren. Ich habe gesehen, dass die Kirche leer ist, trotz der vielen Stimmen, dass die unbedingt Ruhe brauchen bei ihrem Gottesdienst. Gottesdienst habe ich keinen gesehen, ich habe nur eine leere, dunkle, ruhige Kirche gesehen. Dafür bin ich davor gleich angemalt worden, ob ich jetzt da reingefilmt habe, sage ich ja. In den Dom in Salzburg habe ich 1000 Mal reingefilmt und wird jeden Tag 1000 Mal reingefilmt. Aber ja, die Dame wollte halt was gegen mich sagen und das werde ich ertragen. Das wissen wir ja, wie das läuft. Auf jeden Fall, ja, schauen wir jetzt noch an das Ende da am Hauptplatz an. Und dann kann ich auch wieder ruhiger in den Chat schauen, weil beim Gehen ist es immer ein bisschen schwierig, vor allem bei dem Wetter. Aber es ist schön hier zu sein, zu zeigen, dass auch bei dem Wetter einige Menschen auf der Straße sind hier in Landsberg, um ihren Unmut über die aktuelle Situation zum Ausdruck zu bringen. Etwas ruhig zwar, aber wie gesagt, dafür sind die Trecker und die LKWs laut. Und ich bin auch immer laut. Aber wenn ich jetzt gar nichts reden würde, wäre es schon ein bisschen ruhig, oder? Da ist schon ein bisschen Lava-Lava-Rhabarber ganz okay, oder? Übrigens danke für die vielen tollen Feedbacks für die gestrige Spunk-Talk-Sendung mit Florian Pfaff, Major AD und Ralf T. Niemeyer. Wie man auch zu den einzelnen Personen steht, das ist völlig egal. Es waren interessante Gespräche, finde ich. Und beide haben auf ihre Art schon sehr viel Wissen über die politische Situation. Und ja, darum hat mir das sehr gut gefallen und ich danke für die tollen Feedbacks. Dann Thema, großes Thema natürlich, mein Landsmann, der in der Schweiz aus einem Kanton verwiesen wurde, mit Polizeigewalt, sowas wie bei uns ein Platzverweis, hat er für den ganzen Kanton Aargau was, glaube ich, bekommen, der Herr Sellner, und hat das aber mit einem lachenden Auge genommen und hat gesagt, aha, hier funktioniert die Remigration plötzlich. Ja, ist ja ein Remigrationsbefürworter, das wissen wir. Wie man das auch wieder sehen will, sei dahingestellt. Politisch muss man sich ja nicht immer einig sein oder auch du und du und du und du werdet nicht genau mit dem Nachbarn einig sein und trotzdem sagt er, hey, die momentane Situation ist untragbar. Ja, dann Samstag, wie gesagt, bin ich in Freudenstadt, weil in Freudenstadt gibt es Freudensatt. Da fahren wir hin, hoffen, dass das Wetter besser ist. Ist auch keine Abendveranstaltung, ist eine Samstagsveranstaltung. Demo am Nachmittag um 14 Uhr, um 13 Uhr sammeln, da schauen wir, dass wir schon dort sind. Und um 14 Uhr geht es dann los. Das letzte Mal, wo ich in Freudenstadt war, war es recht klasse, war es toll. Da habe ich meine Mama mitgehabt, das mache ich diesmal nicht mehr, weil wir fahren morgens hin und abends zurück.
schon wegen der Kater. Die Kater haben ja Verstärkung gekriegt bei uns. Wir haben da zwei Asylanten-Kater aufgenommen, denen es nicht so gut gegangen ist, die ein Zuhause gesucht haben. Schauen wir mal, ob wir da wen finden, der sie haben will. Ganz liebe, ein Siam-Kater und ein Siam-Schieß-mich-tot-Mischling. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber auch ganz schön, wenn die angeleuchtet werden, leuchten die Augen ganz rot. Sieht gut aus. So, dann positionieren wir uns hier nochmal. Können wir auch die Autos warnen. Den lassen sie noch durch hier. Schnell! Er will nicht! Er will nicht! Fahr noch schnell, dann geht's noch. Hat er Blaulicht gesehen und sich gleich Sorgen gemacht. Jetzt haben wir ihn ermutigen können. Also Hashtag LL1803, Montagsdemo bei schlechtem Wetter in Landsberg. Den lassen sie raus. Aber was er jetzt macht, jetzt fährt er mit, was bleibt ihm anders übrig? War nicht so klug. Jetzt drehe ich meine Beleuchtung wieder ein bisschen runter, Leute. Sonst haben wir die volle Blendung. Ihr seht, wie es regnet, leider. Wolf Kron lässt hier einen rüber. Jetzt habe ich leider ein zu festes Kabel hier. Zum Laden muss ich nochmal wechseln, das sieht man, das Handy runter. Aber es wäre Zeit zu laden, sonst geht mir der Saft aus. So, Erika Butt, herzlich willkommen im Spunk News YouTube-Chat. Captain Welpe, Lucifer, Alexander B., Björn Hammerer, Bernd Werner, Moderator, ist in der Haus. Gabi Schröer, ich grüße dich an. Habe jetzt eh keine Blödsinn gemacht, ne. Ach, das ist schon wieder so gefährlich, dass man da was Falsches klickt oder drückt. So, dann schaue ich, ob ich nochmal vorkomme. Aber es müsste gehen, weil ja vorhin die Fußgänger das Tempo angeben. Wurde auch aufgefordert, die Geschwindigkeit den Demonstranten per Pedes anzupassen. Rosemarie Schmidt grüße ich auch ganz herzlich im YouTube-Chat. Christian Reitel, glaube ich, heißt es. Herzlich willkommen.
Hacky H. Hacky H. Hacky H. HHH. Nicht verwandt oder verschwägert mit S. Bu, 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 bu. Ja, Leute, Linda ist übrigens in Chemnitz unterwegs, Linda 22. Falls wer wissen will, ob es in Chemnitz auch regnet, könnt ihr bei der Linda 22 reinschauen. Der Weichreiter ist sicher auch unterwegs und wird 7000 Zuseher haben. Aber ich bin schon stolz auf meine 150 und freue mich, dass ihr mir den Vorzug gebt. Finde ich großartig. Aber ich würde es auch mit keinem Zuseher machen, weil man kann es ja hinterher noch angucken. Bobo! Der ist schon laut, gell, der Hupperich. Der Dr. Putin-Hasser ist wieder da. Somit haben wir zwei Trolle, die sich die Ehre geben, Kallis Maternes und Dr. Putin-Hasser. Toller Nickname, Dr. Putin-Hasser. Wird schon wissen, was er tut. Es sollte jeder wissen, was er tut. Man weiß ja auch nicht, wer an der Tastatur sitzt. Ob das ein Kiddie ist oder ein Boomer, so wie ich, Zwinkersmiley. Boomer werden wir ja genannt, meine Generation. Aber wenn es meine Generation nicht gegeben hätte, dann würde es die der Kiddies auch nicht geben, oder? Kann man das so festhalten? Jo, was haben wir noch? Ja, Samstag, Freudenstadt, Freudensatt. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe, das Wetter ist freundlicher. Tolles Programm dort. Allein die Sängerin, die Musikerin, die Vorname fällt mir nicht ein, Ankermann, oder ich glaube Ankermann oder Ackermann, Ackermann. Eine tolle Sängerin, ich habe sie mal in Offenbach oder Offenburg, was da halt im Schwarzwald ist, Geografie, konnte ich noch nie gesehen. Eine ganz, ganz tolle Musikerin. Ich habe übrigens auch einen Trailer, ein Werbevideo für diese Freudenstadt-Demo auf meinem, in meinem Punkt News Telegram-Kanal. Da ist auch die, Mensch, wie heißt sie mit Vornamen, mir fällt es nicht ein, singt da auch eine ganz großartige Musikerin, Leute. Allein wegen der freue ich mich, dass ich dort bin. Offenburg hieß das damals. Da habe ich sie gesehen, auch im Regen. Da waren dann alle Leute auf so einer kleinen überdachten Bühne. Und es war eine ganz tolle Atmosphäre dort, hat mir gut gefallen. Ohne Nägel und Krallen, nur mit Herz, ohne Schmerz war das damals. War noch Pandemiezeit. Die Uschi, die Hebamme, hat da angemeldet damals, die dann diesen unangenehmen Unfall hatte. Auch eine ganz tolle Frau. Auch eine ganz tolle Frau. Aus dieser Offenburger Ecke. Hab da überhaupt tolle Leute kennengelernt, auch in Baden. Am nächsten Tag waren wir in Baden, war auch großartig. Tolle Musiker, tolle Menschen kennengelernt. Falschfan. Hacky H, du bist Falschfan oder was? Oder ich bin Falschfan oder wir sind Falschfans. Ich habe keine Ahnung. Habe aber auch den Chat nicht so im Auge, sonst passiert mir tatsächlich noch was. Wann sind wir denn endlich da? Ja, gleich. Wie die Kinder halt auch gern fragen, wenn es in den Urlaub geht, wann sind wir denn endlich da? Gespräch zwischen Polizisten und Rolf Krohn. Ja, er ist ein angenehmer Mann, ein angenehmer Mensch. Er ist halt als Mediziner natürlich pandemiegeschädigt, weil das wissen wir alle, was da abgelaufen ist. War nicht unbedingt prickelnd. Schaut her, jetzt haben wir ein Lech wieder.
in der Dunkelheit diesmal. Ist es dunkel überm Lech, sieht man ihn kaum, was für ein Pech. Da blinkt und leuchtet drin in den Trecker, der für die Bauern noch die Stellung hier hält bei diesem Landsberger Montagsspaziergang. Und jetzt geht's da vorne schon wieder in die letzte Zielkurve. In die letzte Zielkurve und dann sind wir wieder da. Dann gibt's da noch ein offenes Mikro ein bisschen, aber ich weiß, da hören wir auch noch zu. Ja, dir hören wir auch zu, selbstverständlich. Hören wir euch allen zu. Und dann haben wir es wieder geschafft. Und da ich wieder mitgenommen wurde von den tollen Menschen aus München, die da oft auch meine Aufrufe oder angelegten Streams sich zu Herzen nehmen und sagen, da fahren wir mit dem Helge, da lassen wir nicht allein, sonst macht er nur einen Blödsinn. Und so wird es schwuppdiwupp gehen und wir sind wieder zu Hause. Mittlerweile muss ich ja sagen, bei meinen 6 Lieben mit 18 Beinen, weil wir 2 Asylantenkater dazu bekommen haben, einer leider mit einem Oberschenkelhalsbruch, war ich heute beim Tierarzt, beim Röntgen, müssen wir in der Tierklinik operieren lassen. Habe heute die Nachricht gekriegt, 1600 bis 2000 Euro diese OP. Und man weiß gar nicht, ob man das, der weiß schon letzte Woche war, ob man den Knochen wieder an die Kugel dran kriegt und das wieder, oder ob man die Kugel wegnehmen muss und einfach das verknorpeln lässt. Ja, aber wenn man Tiere hat, dann bleibt das nicht aus. Und ja, das nächste, was wir machen, ist eine Versicherung, eine Krankenversicherung abschließen, weil der Bubi mit seinen Nierengries im Zympateus, dass er nicht mehr pinkeln hat können, hat schon 1500 Euro gekostet, knapp. Und jetzt heute 170 die Untersuchung vom Kleinen. Und die OP nochmal 1600 bis 2000. Ja, war wohl ein Fehler, nicht vorher schon eine Krankenversicherung für Haustiere abzuschließen. Mal schauen, ob die Gegendemonstranten noch da sind bei dem Wetter. Ich glaube eher nicht. Jetzt werde ich doch mein Lichtchen montieren, habe ja nichts zu verlieren. Auf YouTube und 1111 Follower auf die Live, wenn es noch so ist. Aber ich denke schon, hey, jetzt sind wir 65 auf die Live, das ist schön.
Vorher waren es nur 5, glaube ich, oder habe ich es falsch gesehen? Sine Horeburg, danke für die Moderation in die Live-Chat. Klaus. Hello, auch dir, Klaus. Wie spricht man das? Klaus H. Gabi Kreh, Huhu, zurück. Nock Suxawat, ich grüße dich recht herzlich. Toller Münchner, der auch viel auf TikTok postet und macht. Toller Mensch auch, habe ich sehr gern. Bedeutungstiefe, sei gegrüßt. Chris Punkt da, Birgitte. XX Jenny Lee XX, schön dich zu sehen. Hallo, grüße dich, freut mich dich zu sehen. Jetzt hole ich mir noch schnell mein Lämple raus aus dem Rucksack. Hier, die Polizei ist auch froh, dass das unfallfrei vorbeiging. Weiß man ja nie, was passiert. So, dann schauen wir das Lämple raus. Gleich, ups, jetzt ist mein Rucksack umgefallen mit der guten Thermoskanne. So, jetzt machen wir gleich mal Licht hier. Mit 3700K ist mir gesagt worden. Schaut, da wird es gleich ein bisschen heller, die Gaudi. Dann den Rucksack wieder aufgenommen, Rucksack aufnehmen. Jetzt schauen wir das offene Mikro noch, ob da irgendwer ist von der Gegenseite, der da was dazu sagen will. Alles gut abgelaufen, oder? Keine Vorfälle. Ja, heute schön kompakt zusammenbleiben. Ja, ja. Hat geklappt, wie ihr sagt, Fahrzeuge ist Rücksicht nehmen auf die Fußgängergeschwindigkeit. Genau, ja. Prima, prima. Ja, wunderbar. Wie immer halt. Wie immer halt in Landsberg. Ja. Wolltest du noch ein bisschen oder wolltest du schon? Zum Mohren, ja, darf man da noch hingehen? Wir gehen nur zum Mohren heute. Das ist ja voll bedenklich. Jetzt gleich oder? Sonst komme ich nach, ich schaue noch ein bisschen, gell, ob es auch Open Mic gibt und ob irgendwelche Gegenstimmen zu hören sind. Da gibt es tatsächlich noch ein Wirtshaus, das zum Mohren heißt. Aber jetzt drehen wir mal eine. Und sonst mache ich ja Open Mic. Ja, bei euch darf man eh alles. Ich habe gesehen, da gibt es sogar noch ein Gasthaus zum Mohren. Huch! Ja, Gott sei Dank. Huch! Pass auf, der Anwalt heißt doch nie wieder ist jetzt, also nie wieder Nazi. Aha, ja. Aber das stimmt doch nicht. Er schreibt nie wieder Krieg ist jetzt. Eigentlich ist er ja auf unserer Seite. Das müsst ihr damit aufnehmen. Ja, nie das sehe ich Krieg. Erst jetzt. Also das ist ein... Das ist ja, eigentlich gegen also uns. In meiner Meinung ist nie wieder schon vor 4 Jahren losgegangen. Ja. Meiner Meinung nach. Da oben wurde ich gerade aufmerksam gemacht, hängt ein Transparent. Schaut her, das schauen wir uns jetzt noch an. Nie wieder ist jetzt. Ja, schön wär's, wenn jetzt nie wieder wäre. Schön wär's, wenn jetzt nie wieder wäre. Aber nie wieder ist ja schon 2020, 2021 in Berlin.
meines Erachtens zu erkennen gewesen. Das war schon was, was nie wieder hätte passieren dürfen, dass da deutsche Polizisten auf deutsche Menschen einprügeln und sie mit Reizgas besprühen und mit Wasserwerfer wegspülen, durch die Parks jagen, Kinder durch die Parks jagen, Leute mit Hubschraubern von den Eisflächen jagen. Das ist eigentlich schon nie wieder gewesen, was nie wieder hätte sein dürfen. Warum sie jetzt da drauf kommen und plötzlich nur noch eine Gefahr in Deutschland sehen, und das ist eine politische Richtung, ohne die es sehr einseitig und sehr linkslastig wäre. Ich finde, ein gewisser Ausgleich soll sein. Und ihr wisst, ich bin in Deutschland nicht mal wahlberechtigt. Das heißt, ich habe weder was für noch gegen die AfD. Ich halte nur ein politisches Gleichgewicht für sehr wichtig. Weil wenn es kein, in Anführungszeichen, rechts mehr gäbe oder konservativ, dann wäre alles sehr links und dann würde die Schaukel, die Wippe in eine Richtung kippen und wir würden uns alle den Arsch anschlagen. So möchte ich das sagen. Schön gesagt, oder? Ich werde schon wieder ausgelacht, wie immer, aber das ist mein Karma. Aber das wissen wir ja, dass es oft auch nett gemeint ist. Ja, ich muss labern, sonst ist es ja noch langweilig, weißt du, Mann? Laber, laber, rababer. Du hast aber auch ein sehr hübsches Lächeln. Ja klar, da steht einer und labert in seinen Kragen rein. Na klar ist das auffällig. Ich bin halt nun mal verhaltensauffällig, aber das wisst ihr alle. Jetzt drehe ich einen, dann komme ich vor mit dem Chat-Handy und dann schauen wir noch mal rein kurz. Jetzt geht es leichter, ist wie während dem Laufen. Auch der Regen ist vorbei. Pünktlich zum Ende des Umzugs ist der Regen vorbei. Hurra! Hier wird sich noch unterhalten, natürlich ausgetauscht, wo halt leider keine Gegenmeinungen da sind, die hier auch mitreden, mitdiskutieren, mit in den Diskurs kommen. Vor 2 oder 3 Wochen, wann war es, wo ich da war, wo dieser Künstler ja da gesprochen hat, etwas eigenartig, wurde auch im Chat als etwas eigenartig empfunden. So, also wie gesagt, Hashtag LL1803 heute, ein Montagsumzug, wie er seit Jahren auch hier schon aus der Pandemie noch läuft, wie in vielen anderen Städten in ganz Deutschland. Die Montagsumzüge, das waren, wie sich die Leute gewehrt haben gegen die Verbote von Demonstrationen, was ja auch rechtlich überhaupt nicht gedeckt ist, dass Demonstrationen verboten werden. Und dann gehen wir... Und ich traue mich es laut sagen, auch wenn wir Trolle im Chat haben, dann gehen wir zum Mohrenwirt. Hier gibt es echt ein Gasthaus, das heißt Mohren. Den muss man besuchen, weil wer heute noch sich Mohren nennt, hat Daumen hoch verdient, meines Erachtens. Früher war das normal, Mohrenapotheke, Mohrenwirt, Mohrenkopf. Heute, pssst, rechtsextrem. Hui, da geht's zu. Biene Bi, grüße dich recht herzlich im Live-Chat. Kai 0815, Herz zurück, aber nur ein halbes, weil ich habe nur eine halbe Hand frei. Zwinkersmiley. Urd, ich grüße dich recht herzlich. Gabi Kreh, Chris.da haben wir schon gehabt. Schön, dass du hier bist. Erik Müller, prima, Stammgäste im Punkt-News-Chat. Sini Heuburg, danke für die Moderation. Appleboy, der Appleboy ist auch da. Bei meinem Pömpel mit dem Appleboy. Wie hieß die Sendung damals? Ich weiß es nicht mehr, mit dem Appleboy. Der blaue, zum blauen Bock hieß es. Zum blauen Bock, da gab es einen Pömpel mit dem Appleboy. Kann ich mich noch gut erinnern, da war ich aber noch kleiner.
Ella369 grüßt dich recht herzlich. Danke auch dir für die Moderation. 1111 ist eine gute Zahl bei Voller. Und dann schauen wir noch in den YouTube-Chat. Der YouTube-Chat ist auch sehr nett. Grüße die 125 Punkt News Masochisten im YouTube-Chat. Jetzt kann ich es auch besser lesen. Björn Hammerer, Captain Welpe, Dagmar Neumann, schön dich zu sehen. Hermann TV 71, habe die Ehre, Streamer-Kollege aus München, guten Abend zurück, meine Verehrung. Stefan Hähnle, Lucifer ist in der Haus. Franco Ermacora, ich grüße dich, danke vielmals für das Lob, danke vielmals. Zurück Grüße nach Wemding, Bayern, an den Franco. Klasse, dass du da bist. Erika Butt, Madame, Gnefrau, grüße dich recht herzlich. Gabi Fleur, Bussi Bussi, erst das Handi, dann das Fussi. Dr. Feelgood, da fällt mir der Musiker ein, Dr. Feelgood, großer Hit, Milk and Alcohol. Milk and Alcohol. Bernd Werner, danke auch dir noch. Grüße nach Thüringen. Danke für die Moderation. Carlos Maternes, ich habe einen Troll, das ist so toll. Carlos heißt er, der Lauser. Der Dr. Putin-Hasser hat sich schon verpisst, glaube ich. Dem ist es zu viel geworden bei mir im Chat. Alexander B., ja, hat geschifft, aber jetzt geht's wieder. Die Kiste, der Nutzi macht die Kiste raus, glaube ich, Leute. Danke für die Zitronenock auf die Live. Urt, Küsse zurück. Nutzi, machst du die Kiste raus auf die Live, weil dann geh... Oh, hallo. Schau mal, hör mal noch ein bisschen zu. Das ist gut. Ich muss weg. Judas. Ein bisschen Delay schadet nie. Der Brunnen ist noch eingemacht, auf Frost sicher, wobei ich glaube, mit Frost ist es gelaufen dieses Jahr. Außer die Klimakatastrophe wendet sich um 360 Grad, Zwinkersmiley. Hi, hi, hi. Was ist das? Hallo, hallo. Ja, sprich mal heute. Tu mal ein bisschen Bärböckeln. Ja. Hallo? Auf jeden Fall ist die in die Geschichte eingegangen, die Bärböck, oder? Aber nicht nur die. Ja, stimmt. Ariane, möchtest du was sagen, bitte? Ja, hallo. Hallo zurück. Es hat alles super geklappt, vielen Dank an die Ordner, auch an die Polizei. War heute ein schöner, kompakter Zug. Und alles war abgesichert, alle haben sich an die Regeln gehalten, also wunderbar. Leider hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, es wären bestimmt noch ein paar mehr gewesen, aber heute waren wir auch gut an Fahrzeugen bedeckt. Also, vielen Dank nochmal und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bravo! Jetzt habe ich schon wieder das Mikro, ich wollte heute halt nicht sagen. Gibt es denn von euch noch jemanden, der irgendwas beitragen möchte, wie es ihm heute gegangen ist, auch mit der Landsberg-Bleibund-Blockierung auf dem Zebrastreifen?
im Hinteranger. Ja. Also es ist eigentlich nur peinlich, wenn man sieht, wie Landsberg bleibt und sich aufführt, dass sie quasi vor die Traktoren sehr dicht über den Zebrastreifen sprinten und damit provozieren, dass der Traktor langsamer fahren muss und der Zug auseinandergezogen wird. Ja, es ist nicht nur peinlich für diesejenige, die das macht, sondern eben auch störend, weil der Zug dann wieder auseinandergerissen wird und viele andere Fahrzeuge mit dazwischen kommen, was ja nicht Sinn der Sache ist und auch für die Bevölkerung, weil wenn der Zug schneller durch ist, ist er schneller durch und da muss man sich auch nicht darüber aufregen. Wir haben viele Flyer aus den Fenstern rausgesehen. Viele Landsberger echauffieren sich über den Dieselverbrauch unseres Friedenslasters. Wo ist er? Ist schon weg. Ja, weil der braucht zu viel Diesel. Ich habe dann gefragt, ob Sie wüssten, wie viel ein Panzer pro Stunde verbraucht. Jetzt ist wieder weg, das Echo. Das ist eine selbstständige künstliche Intelligenz hier. Super. Ein Panzer verbraucht 500 Liter Diesel die Stunde. Und da regt sich keiner drüber auf. Der eine Herr wollte noch sagen, ja, Raketen, habe ich gesagt, die haben doch auch einen gewissen Benzinverbrauch oder Spritverbrauch, ob er sich darüber nicht aufregen würde. Nee, wir haben viel zu wenig Raketen. Er wünschte sich mehr Raketen für Deutschland. Ja, bitte, jeder kann so eine Meinung haben. Ich frage mich nur, ob der Mann Zukunft und Kinder hat, weil die haben immer noch nicht mitgekriegt, dass wir inzwischen schon so nah in einem dritten Weltkrieg verbandelt sind. Und wenn wir uns überlegen, allein, ich habe neulich mal ein Video gesehen über eine russische Langstreckenrakete, die RA-58 oder wie die heißt, die mit 25.000 Kilometer innerhalb von 4 Minuten von Moskau hier in Deutschland ist, ein Multisprengkopf-Atom-Ding, die können innerhalb von 5 Minuten ganz Deutschland platt machen. Und die Deutschen wagen es immer noch, allen voran die Baerbock und die, wie heißt die, Strack-Zimmermann, die wagen es immer noch, mehr Waffen zu fordern, mehr Waffen in Kriegsgebiete zu liefern und sich immer mehr einzumischen und weiterhin Russland den Krieg zu erklären. Wie Panne ist es eigentlich? Ich möchte mich eigentlich politisch gar nicht äußern, weil das ist nicht mein Metier. Ich bin Mediziner, ich mache mir eher Sorgen über das, was kommen wird, wenn so ein Krieg hier ausbrechen würde. Und ja, aber vielleicht gibt es ja jemand von euch, der dazu etwas sagen möchte. Die Melli. Die Melli nicht. Irgendwer von euch da vorne? Keiner? Der Hubert. Ja, das freut mich sehr, dass der Hubert zu Wort kommt. Du musst mit einem Echo. Also, Echo, das ist ja doppelt schön. Also, Berger Hubert. Ich möchte was sagen zu der Kriegssituation. Da verstehe ich wieder was. Ich war früher weltweiter Busfahrer, ich war auf allen Kontinenten mit Reisebussen unterwegs und war in der Ukraine dreimal, also ich habe zweimal die Ukraine ganz durchquert, das letzte Mal mit dem Eichertraktor, mit dem ich da mitfahre, und muss eins sagen, aus meiner Sicht, das ist ja nur meine Meinung, hätte dieser Krieg niemals stattfinden dürfen. Die Situation in der Ukraine, die kenne ich eigentlich ziemlich gut, weil ich lange Zeit da verbracht habe. Es ist ein ganz ein armes Land und es ist ein Land, das über Generationen von Russland ausgebeutet worden ist und niedergehalten worden ist. Dass die jungen Leute, die aufstrebend sind und auch was erleben, und dass die ein anderes Land wollen, als das, was es jetzt in der Ukraine gegeben hat, das ist sehr verständlich. Das kann man nachvollziehen, das ist klar und das hat ja eine Revolution am Anfang. Eine nahezu Revolution am Maidanplatz schon mal gegeben, wo dieses Begehren sichtbar worden ist. Aber dass jetzt wir, geleitet von der Gier der Amerikaner und mit der Dummheit von uns Europäern, sich in einen indirekten Krieg gegen Russland einmischen, das kann ich persönlich nicht verstehen. Das nennt ich, das ist eine Zündelei, die eigentlich seinesgleichen sucht. Also aus meiner Sicht, um das Politische jetzt da mit ein bisschen anzusprechen, aus meiner Sicht hätte man es nicht dümmer machen können. Die Ukraine hätte niemals ganz von Russland absagen dürfen, nach meiner Meinung. Die Ukraine hätte aber ein freies Land sein sollen, unabhängig von Russland. Und diese Möglichkeiten, die hätte man vor
der Invasion der Russen, die ja lange Zeit sich schon angekündigt hat, hätte man vorher in Diskussionen und in Gesprächsrunden ganz bestimmt so weit einbiegen können, dass die Ukraine ein neutrales Land wird, in dem keine der Weltmachtstaaten irgendwelche Waffen deportieren darf, die einfach nur für sich leben darf und existieren darf. Aber so wie es jetzt ist, dass wir da indirekt Krieg führen gegen Russland, das ist für mich nicht akzeptabel. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, danke, lieber Hubert. Noch jemand etwas? Weil wir haben noch locker eine halbe Stunde. Wir sind heute zackig gelaufen. Trotz der großen Runde. Ich will nur ein Gedicht nochmal sagen, was ich nicht oft genug sagen kann. Ja. Ich will aber trotzdem unter das Dach, weil sonst geht vielleicht das Mikro kaputt. Fette Bonzen, die leer sprechen, begehen seit 4 Jahren, mindestens, eher seit 40 oder 50, ein Verbrechen. Was draußen tobt, das ist ein Krieg, der nur für wenig ist ein Sieg. Propaganda, Diktatur, weiße Kittel ohne Schnur, nicht Leben zählt, Gesundheit nur. Das Klima zählt, Ökologie, eure Söhne zählten nie. Sie waren Soldaten oder Sklaven, die sich gerade selbst ihr Grab ergraben. Und der Pöbel schweigt und hasst. Jede Meinung, die nicht passt. Das nennt sich dann Solidarität. Und wenn es merkt, ist es zu spät. Und genau diese Leute, die Meinungsfreiheit, für die wir hier stehen, bekämpfen, das sind für mich Nazis. Danke. Also der Hall kommt nicht von mir, der kommt von der Anlage her, Leute. Danke für das schöne Gedicht, Rogo. Darf man das sagen? War das ein Gedicht? Oder eine Prosa oder eine Aphorismen? Das war ein Gedicht von mir. Ein Gedicht von Rogo. Also ein doppelten Applaus für den Schöpfer dieses Gedichtes. Noch jemand, der was sagen mag? Keiner? Das müsste man Musik einblenden. Wir haben noch eine halbe Stunde. Die sollte man nicht. Ah, es kommt jemand. Warte, es kommt jemand. Ein Tapferer. Wie ist dein Name? Der Mischa. Hallo Leute, ich bin der Mischa. Und ich werde mich wirklich aufringen müssen, um hier vor euch zu sprechen. Also, ich bin überzeugter Mitläufer dieser Montagsdemo, weil ich für ein Land bin, in Freiheit und Gerechtigkeit und allem, was den ganzen Scheiß dazu gehört. Ich pfeife auf diesen Scheiß Krieg und ich will das nicht. Aber was ich bin jetzt 65 Jahre alt. Und jetzt habe ich festgestellt, eigentlich bin ich wahnsinnig dumm. Ich verstehe die Politik nicht. Ich bitte wirklich, da ich ja in Landsberg, also außerhalb von Landsberg lebt, aber Landsberg ist halt die Stadt, wo ich immer herkomme. Ich bitte jetzt die Väter und Mütter von Landsberg, auch bitte ich die Grünen und die Roten und die Schwarzen, bitte kommt mal hier zum Hauptplatz und erklärt mir bitte mal die Politik, die ihr vertritt. Weil ich verstehe es nicht mehr. Das hat mit Verstand überhaupt nichts mehr zu tun, was hier getrieben wird. Ich hoffe, es geht alles gut aus und ich muss meinen Sohn nicht an die Front schicken, wovor ich wahnsinnig Angst habe. Und ich verstehe diese Politik wirklich nicht mehr. Ich brauche jemanden, der mir diese Politik vernünftig erklärt. Wo seid ihr alle, die uns Steine in den Weg schmeißt? Kommt und erklärt mir das. Danke. Danke, Michael. Ihr seht, es weiß niemand, es darf hier jeder seine Meinung sagen, kommt gerne her, auch wenn ihr grundsätzlich anderer Meinung seid, als die wir hier transportieren. Zum Großteil sind wir uns einig, sonst würden wir nicht alle immer gemeinsam auf die Straße gehen.
Aber es gibt auch Differenzen in verschiedenen Ansichten. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass der Hubert da ist, weil der Hubert ist gar nicht auf meiner Seite. Hat er immer gesagt, Corona habe ich voll verkackt in seinen Augen. Ich sag's mal so derb. Wir haben einen Termin ausgemacht, wo wir uns mal treffen und uns mal austauschen. Finde ich total klasse. In den Dialog gehen. Und das ist etwas, was wir verlernt haben in den letzten 4 Jahren, miteinander zu reden. Man schimpft immer nur übereinander, man spaltet uns permanent und unentwegt. Und ich habe es beim letzten oder vorletzten Mal schon gesagt, die größte Aufgabe, die wir alle haben, sowohl die Landsberg-Bleibt-Bund-Leute als auch die Anwälte da drüben, als auch hier die grünen Politikerinnen, wir müssen diese Spaltung überwinden. Die Spaltung ist das, was perfekt funktioniert. Man hat jetzt hier auch die Bauern wieder von uns abgespalten. Die stehen jetzt da an der Autobahnbrücke und kochen ihr Süppchen, ist auch in Ordnung. Aber sie erreichen damit auch nur ein paar Autofahrer, die sie sehen. Wir erreichen auch nur ein paar Autofahrer, die im Stau stehen und uns winken und ein paar Passanten, die aus den Fenstern rauswinken und uns winken. Wir erreichen auch die, die nicht auf unserer Seite sind. Wir erreichen vielleicht auch die eben, die sogar über uns schimpfen. Aber bleiben wir freundlich, bleiben wir im Austausch. Es reicht, wenn wir auf jedes Argument, was die haben, einfach ein Gegenargument bringen. Und die eine Dame aus dem Fenster hat gesagt, der Laster, der verbraucht zu viel Diesel. Ich habe sie dann gefragt, ob sie wüsste, wie viel ein Panzer verbraucht oder eine Rakete. Wie viel ein Baerbock-Flugzeug verbraucht, wenn es leer mal eben irgendwo hinfliegt, hunderttausende von Kilometern, um im Baerbock-Jargon zu bleiben, nur damit die Dame nicht 3 Stunden später ankommt, wo sie eigentlich hin wollte. Ein leeres Flugzeug, ein Jumbo-Jet. Wie viel verbraucht denn sowas? Wie viel verbraucht denn euer Urlaub, den ihr bucht, um auf Lanzarote zu fahren? Oder mit der Fähre, die ihr nehmt, wenn ihr zum Beispiel von Igoumenitsa nach Brindisi rüberfahrt oder weiß der Geier was, oder nach Schweden. Was verbraucht ihr mit eurem Auto jeden Tag? Dieser Laster verbraucht 26 Liter auf 100. Wir sind jetzt 5 Kilometer gefahren in Schrittgeschwindigkeit. Ihr könnt ja mal ausrechnen, was der jetzt wirklich verbraucht hat. Das ist nicht einmal 2 Tassen voll. Und darüber regt man sich auf, weil man dieser Spaltung des Landsberger Tagblatts glaubt. Wir haben vorhin einen Blick in die Kirche geworfen, weil es hieß, wir würden den Gottesdienst stören. Es ist gar kein Gottesdienst um 18 Uhr. Dass die Kaffeetasse vom Tisch runterfallen würde wegen des Gehupes der Traktoren, deswegen haben wir heute nicht gehupt, als wir an der Kirche vorbeigefahren sind. Aber es war niemand drin, es war leer. Und wer soll um 18 Uhr, wenn wir da vorbeifahren, noch Kaffee trinken? Das ist eh ungesund. Aber ihr seht, man zieht ständig Argumente heran, um unsere Bewegung in ein schlechtes Licht zu rücken. So sehr, dass man sogar inzwischen wieder Drohungen ausspricht, weshalb ich mich aus der Anmeldung, die ihr eben auch heute zurückgezogen habt. Und ich danke der Ariane, dass sie es übernommen hat, weil wie gesagt, ich möchte nicht immer wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, weil mein Name in jeder Zeitung steht als Veranstalter. Bravo für Ariane. Ja, danke Ariane, dass du es machst. Hugo, du möchtest noch was sagen, oder? Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ein Mann hat was gesagt über seinen Sohn. Ich habe einen Sohn, der ist 28. Bestes wehrfähiges Alter. Ich habe eine Tochter, die ist 27. Bestes wehrfähiges Alter. An dem Tag, wo die gezogen werden, werde ich richtig sauer machen. Und das versteht nur jemand, der Kinder hat. Ja, danke, Rogo. Unsere Kinder kriegt ihr nicht. Dieses Gedankenlied oder das Lied singen wir in Gedanken jetzt still mit Rogo. Ja, es ist emotional, dieses Thema Krieg vor allen Dingen. Es ist traurig, wie viele Menschen immer noch im Krieg sterben. Ich finde es Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, dass wir in einer Welt leben, die eigentlich so im Frieden miteinander sein könnte. Und ich glaube nicht, um auf deine Frage nochmal zu antworten, ob das mit der WHO zu stoppen ist, ob diese Corona-Geschichte je wirklich aufgeklärt wird. Wir sehen, wie mächtig diese Oligarchen sind, dass sie sogar wieder einen Weltkrieg vom Zaun brechen können.
Wir sehen, wie wahnsinnig mächtig die sind. Und dann sind wir mit unserer kleinen Bewegung, montags auf die Straße zu gehen, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wir erzeugen auch Dampf und Geräusch. Und deswegen lasst uns weiter gemeinsam auf die Straße gehen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, auch wenn wir heute ein paar weniger waren. Viele waren dann heute mehr mit dem Auto dabei. Aber ladet auch die Bauern gerne wieder ein, für den Frieden mit uns zu marschieren. Wir müssen nicht immer alle gleicher Meinung sein. Ob die jetzt an der Brücke stehen irgendwo oder sich uns wieder anschließen, alles ist in Ordnung. Hauptsache, sie sind auf der Straße. Aber ich glaube, hier kann man mehr Aufsehen erregen. Die Presse hat gut über uns berichtet, auch wenn sie versucht hat, uns durch den Dreck zu ziehen. Es ist sogar bis zum Innenministerium raufgegangen, von der Triebel die Anfrage, ob die unsere Spaziergänge nicht verbieten dürfen. Sie hat eins draufgekriegt. Nein, das ist gegen das Demonstrationsfreiheitsgesetz. Wir sind auf der richtigen Seite und wir haben Grundrechte und die müssen wir vehement vertreten. Und deswegen bin ich dankbar um all die, die immer wieder montags hierher kommen und mit uns marschieren. Möchte noch jemand was sagen? Wie viel haben wir denn? Also mein Vater war sogenanntes Besatzungskind, das heißt, also in der Geburtsurkunde steht kein Vater drin. Ich gehe mal davon aus, dass meine Oma vergewaltigt wurde, als die Amerikaner nach Deutschland kamen. Und ich möchte nicht, dass es den Frauen in Deutschland oder auf der ganzen Welt wieder so ergeht, dass die Kriegsgewinner in die Länder einbrechen, die Frauen vergewaltigen, die Kinder verschleppen. Dass es mir dann so geht, dass ich gar nicht weiß, woher komme ich. Ja? Und ich stehe hier auch für alle Frauen auf der ganzen Welt, für meine Kolleginnen. Eine Kollegin ist aus Angola, die andere ist aus dem Irak, die ist Jesidin, die wurde damals verfolgt, kam nach Deutschland, weil sie den Glauben hat, den sie hat. Und sie hat in Deutschland Zuflucht gesucht. Und jetzt ist es so, dass sie jetzt wieder Angst haben muss. Hier in Deutschland. Sie liebt Deutschland über alles. Ja? Und ich verstehe das nicht, dass die Frauen von links, die Bunten, ja, die sind ja hauptsächlich Frauen, die für Krieg sind, denen passiert doch das auch, dass sie dann vergewaltigt werden. Dass wir einfach zugrunde gehen, wir Frauen, wir haben doch auch Rechte. Ja? Also verstehe ich nicht, also es ist ohne Worte. Ja, vielen Dank. Ja, es ist das nächste wichtige Thema, die Flüchtlingspolitik. Wenn man sieht, dass fast jedes Jahr mehr als 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen, rechnet mal zusammen, wie viel das in 10 Jahren sind, eben wenn es weit mehr als 1 Million Flüchtlinge sind, die pro Jahr kommen. Wir haben hier in 10 Jahren fast 12 Millionen Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Und wir sind nur 83 Millionen zusammen. Ja? Was das bedeutet für uns als Deutsche, die mit deutschem Hintergrund sind, ich meine, es ist letztlich egal, ob jetzt ein afghanisches Mädchen von Deutschen vergewaltigt wird oder ein deutsches Mädchen von Afghanen vergewaltigt wird, das muss aufhören. Aber ich habe viele Freunde, viele Patienten bei der Polizei gehabt, habe sie noch, und die sagen mir, dass diese ganzen sexuellen Massenvergewaltigungen und Einbruch, Geschichten und so weiter zu einem riesengroßen Teil durch die Migranten passieren. Und wie stoppen wir das wieder? Wie kann man das stoppen? Ist es sinnvoll, immer noch mehr Flüchtlinge, angeblich Flüchtlinge, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, ins Land zu lassen, weil früher galt immer der Ehrenkodex Kinder und Frauen zuerst. Warum kommen immer nur junge Männer aus Syrien und Afghanistan und sonst woher hier nach Deutschland? Das sind doch gar keine Flüchtlinge. Die wollen nur hier unsere Gelder absahnen. Und da ist Deutschland ja ganz, ganz großzügig, diese Gelder sich absahnen zu lassen bzw. zu verteilen. Unsere Regierung hat kein Interesse an unserem gesunden Deutschland. Sie machen uns quasi systematisch kaputt. Noch ein freiwilliger Redner. Hallo.
Also da muss ich jetzt reingrätschen. Und zwar ist die Frage, die ich mir stelle, ist, wozu sind Kriege da? Weil wir reden die ganze Zeit von Krieg. Und ich frage, warum reden wir nicht mehr von Frieden? Das ist genauso mit dem Gesundheitssystem. Gesundheit wird definiert über die Abwesenheit von Krankheit. Also denkt man die ganze Zeit an die Krankheit und die Gesundheit ist gut. Also wenn man macht sich Gedanken über die Krankheit, und das ist dann die Gesundheit. Und das ist falsch. Wir müssen mehr an den Frieden denken und weniger an den Krieg. Bei mir im Haus wohnt eine syrische Familie, die sind 16 gekommen. Zwei Töchter, eine Mutter, ein Vater, ein Sohn. Das heißt, die Behauptung, die der Rolf gerade hingestellt hat, die kann ich so nicht stehen lassen. Natürlich ist es so und ist es so, aber ich kann nicht pauschalisieren, indem ich sage, das sind alles so. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Und weiß ich, ist schon klar, aber dann, wozu sind Kriege da? Kriege sind dazu da, dass genau das passiert. Die Flüchtlingsströme sind mit dem Krieg geplant. Also der Krieg fängt erst an, wenn die Flüchtlingsströme geplant sind, aus dem einfachen Grund, weil man könnte den Krieg gar nicht machen, wenn man nicht wüsste, wo die ganzen Leute hingehen. Willy Wimmer, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, Politiker, der hat das in irgendeiner Talkshow auch ganz breitbreit erzählt, als er aus der Verantwortung raus war. Weil dann können die Leute auch mal ehrlich aus dem Nähkästchen plaudern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da hochschaue, da oben steht, nie wieder ist jetzt. Das sage ich auch. Ich sehe es halt nur von der anderen Seite. Also ich bin genau derselben Meinung, nie wieder ist jetzt, wir gehen wieder in den Krieg. Oder man will uns das antun, sagen wir mal so. Warum will man uns das antun? Aus dem einfachen Grund, weil man eine Katastrophe braucht. Und je nachdem, wie stark wir alle dabei sind in unseren Gedanken, desto größer wird diese Katastrophe auch werden. Deswegen, wenn wir mehr an den Frieden denken und weniger an den Krieg und an all diese, also wir dürfen die Sache nicht von hinten aufzäumen, dass wir sagen, das ist das alles, was wir nicht wollen, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wir wollen. Und wenn wir da nicht hinkommen, machen wir genau das groß. Jeder, der die Angst hat vor dem Krieg, macht mit dieser Angst den Krieg groß. Entschuldigt bitte, wenn ich mich da jetzt so... Danke. Ja, es ist eine wunderbare Sichtweise. Ich bin da einerseits bei dir. Ich bin am Anfang auch für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für Selbstbestimmung auf die Straße gegangen in Berlin und wir mussten die Wasserwerfer ertragen. Wir laufen hier in Landsberg auch für Frieden, für Freiheit und für Selbstbestimmung und kriegen trotzdem Gegenwind. Ich habe hier sogar eine Demo in Landsberg angemeldet, die hieß für die schöne neue Welt und es waren nur wenige da. Du hörst jetzt gar nicht zu, deswegen... Ja. Also wie gesagt, ich bin bei dir, wir sollen die Hoffnung, die Vision auf eine schöne und neue Welt nicht aus den Augen verlieren, aber sich gänzlich wegzudrehen von den Problemen, die wir haben, halte ich auch nicht für sinnvoll. Man muss die gesunde Mitte finden. Das sind die Dispute, die ich mit meiner Frau führe, die möchte von Krieg und all diesem Scheiß gar nichts mehr hören. Ich kriege immer geschimpft, wenn ich zu Hause anfange, von dem zu reden, aber es ist auch wichtig, dass wir auf die Straße gehen. Wir können natürlich für Friede, Freiheit und Selbstbestimmung hier marschieren, aber die Botschaften, die wir transportieren, ja, könnten positiver formuliert sein, aber wen erreichst du dann damit? Ich weiß es nicht. Also wir brauchen, der Widerstand ist Widerstand, ist meine Meinung. Ich bin da auch ganz bei dir, aber wenn du sagst, wen erreichst du? Ich habe gerade zu denen gesprochen, die hier stehen. Die anderen erreichen wir eh nur noch peripher. Würde ich jetzt mal sagen. Es sei denn, wir gehen direkt auf sie zu. Und dann müssen wir halt gute Fragen stellen. Wie ist das mit dem Krieg? Wozu sind Kriege da? Das ist die Frage, die ich einfach eingangs gestellt habe. Aber dann muss ich natürlich hingehen und sagen, okay, wenn du das alles nicht willst,
womit Krieg verbunden ist. Natürlich musst du das dir bewusst machen, was das bedeutet, weil für viele Leute ist es halt zu weit weg. Aber du kommst dann nicht raus, wenn du da stehen bleibst, dass du sagst, okay, also wozu sind die Leute, die machen das, die machen das. Im Grunde genommen sind der Krieg, den sie gerade anfangen, ist hauptsächlich dazu da, das kaputte Finanzsystem zu kaschieren. Um ganz ehrlich zu sein, das war die letzten zweimal auch schon so. Ja, und auch über die Impfnebenwirkung nicht sprechen zu müssen. Nicht? Also ich laufe auch mit dir weiter, wenn du für etwas bist und ich bin gegen etwas. Wir sind trotzdem auf der Straße und das macht Sinn. Wir haben noch ein paar Minuten. Magst du noch was Organisatorisches sagen, weil die Polizei wartet auch nach Hause zu gehen, weil es ist ja schon bald 8. Ein paar Minuten haben wir aber noch. Also nächste Woche habe ich nochmal die Demo angemeldet und ich hoffe, ihr erscheint wieder alle zahlreich und auch die Traktorfahrer und der mit dem Schweizer Armeefahrzeug. Wäre schön, wenn er wieder dabei wäre. Ist immer sehr beeindruckend und ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart und danke auch an die Polizei, die müssen Überstunden machen, aber hat heute wieder alles super geklappt. Und danke noch an unseren Livestreamer, der hier extra aus München wieder hergefahren ist, um unsere Bewegung hier in Landsberg live zu streamen und zu dokumentieren. Vielen Dank. Dann ist hiermit die Versammlung beendet. Helge, mach mal was ganz, an. Ganz kurz nur, weil über Krieg und Frieden gesprochen wurde. Ich bin ja selber wie die Jungfrau zum Kind gekommen, zu dem Job, den ich mache, habe weder journalistische Ausbildung, aber habe mich irgendwie berufen gefühlt, da seit 2020, 2021 das zu dokumentieren und habe jeden Sonntagabend eine ganz interessante Sendung mit Gästen und gestern hatte ich den ehemaligen Major Florian Pfaff, den vielleicht einige kennen, und den Journalisten Ralf Niemeyer in meiner Sendung und die haben sehr intensiv und interessant über dieses Thema Krieg, Frieden, Russland, Ukraine gesprochen. Wer sich das anschauen will, war wirklich sehr interessant. Aufs Punkt News auf meinem Kanal kann man das finden und kann man sich das auch nochmal anschauen und sehr viel Insiderwissen vom Offizier und vom Journalisten über diese Krise heraushören. Also hat mir sehr gut gefallen gestern. Ja, danke Helge, dass du gekommen bist. Schaut gerne in seinen Kanal. Wer von euch ist noch nicht in Landsberg vereint, Telegram-Kanal? Alle sind drin. Landsberg läuft, auch alle drin. Weil das sind die Infokanäle, die wir in Landsberg eben haben. Gibt es sonst noch welche? Nee, ne? Das sind die beiden großen Infokanäle. Schaut dort gerne rein, da hat der Helge eben auch gepostet. Und da wirst du uns hoffentlich auch wieder den Link zu der Aufzeichnung reinsetzen. Dann danken wir für euer Kommen. Die Polizei ist schon nach Hause, die sind schon weg. Ja, wir sind nicht mehr bewachungswürdig, Gott sei Dank. Wir haben hier noch zwei Security-Leute, die noch zuhören oder nicht. Ja, also die passen noch auf uns auf. Also offiziell ist jetzt die Versammlung beendet. Vielen Dank. Ja Leute, der Regen hat pünktlich aufgehört, das heißt, ich kann mein Schirmchen wieder abnehmen, Zinkersmiley, und ja, danke euch auch allen fürs Dabeisein hier bei Hashtag LL1803, dem heutigen Montagsumzug in Landsberg, der auch, wie gesagt, von der Veranstalterin, von den Veranstaltern mit Rücksicht garniert wurde, das heißt, bei der Kirche wurde nicht gehupt, etc., etc. Und jetzt gehe ich zum Mooren, weil da warten die Kollegen, mit denen ich wieder mitfahre, und einen Tee gönne ich mir auch noch. Ich sage danke, die Kiste auf die Live, habe ich gesehen, die ist rausgegangen, danke lieber Nutzi, und danke euch allen und einen wunderbaren Abend. Bis Mittwoch bin ich in Traunstein, da ist der Herr Pohlmann bei einem Vortrag. Ich hoffe, ich habe Netz, dann mache ich es live, sonst zeichne ich es auf. Dirk Pohlmann ist in der Nähe von Traunstein
ein bisschen am Berg, auf einem Biohof, bin ich schon neugierig auf das Ganze rundherum. Und am Samstag sind wir in Freudenstadt, da gibt es Freudensatt. Zwinkersmiley und Pfiatteich, einen schönen Abend, danke fürs Dabeisein und ihr seid die Wichtigsten für mich. Außer meinen 6 Lieben mit 20 Beinen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet.